Deutschland. Ein gutes Jahr nach dem globalen Finanzkollaps. Ausgelöst von skrupellos kalkulierenden Bankern und fahrlässigen Politikern. Wir zwei wollen wissen, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie könnte oder sollte es weitergehen? Deutschland heute, ein großer Schuldenberg. 1,6 Billionen Euro. Und jede Sekunde kommen rund 4.500 Euro Zinsen zu. Über 100 Milliarden kostete Deutschland die Krise. Milliarden für die Banken, von uns Steuerzahlern. Und die Verursacher des Crash? Was haben die Banker aus der Krise gelernt? Partystimmung im Frankfurter Bankenmilieu. Krise? Wir haben keine Krise. Die war letztes Jahr, ist vorbei. Ja, da müssen Sie mal rübergehen, auf der anderen Straßenseite, da ist sie, glaube ich, hat sie versteckt. Die Bonuszahlungen, die fließen noch immer? Gab es bei uns noch nie. Entschuldigung, eine Frage. Soll ich dir das mal... Was denn? Ja, ganz gut. Sind Sie Banker? Ich? Manchmal, ja. Ich hätte gerne mein Steuergeld zurück. Falsche Adresse. Wie machen wir das jetzt? Du musst auf ein Bier einladen. Ich glaube, so einfach ist das ja nicht. Da haben ja auch ein paar ihren Job verloren. Ja. Wir kriegen keine Bonuszahlung? Wir sind Hartz-IV-Empfänger. Wir haben es verkleidet. Aber können Sie das verstehen, dass jetzt irgendwie das Image der Banker so ein bisschen gelitten hat? Eigentlich nicht. Wieso ändert eigentlich niemand etwas an diesem Finanzsystem auf Crashkurs? Wieso heißt es heute schon wieder? Weiter so. Wieso pumpen wir Milliarden in etwas, was nicht funktioniert? Gibt es keine Alternativen? Gibt es eine bessere Welt? Warum zocken die jetzt noch weiter? Das sind doch die gleichen Leute, ja, die eben vorher gezockt haben. Sie wurden Warum werden die nicht bestraft? Ja, das ist ja gerade das. Jeder Gauner, der so viel Steuergeld verzockt, käme vor Gericht. Weil die Politik halbherzig ist. Sie haben ja beschlossen, wir machen jetzt was. Und dann wartete die Gemeinde, auch hier die Finanzgemeinde, so, mal gucken, was jetzt kommt. Da kam nichts. Da haben die gesagt, wenn nichts kommt, machen wir weiter. Und haben das Spiel von neuem angefangen. Das sind die gleichen sogenannten Experten, die uns reingerissen haben, die sollen uns wieder retten. Deswegen läuft da die Kiste schon wieder. Mit Bonizahlungen schon wieder. Die Habgier von den Investoren, die haben nichts dazugelernt. Wenn Sie mal einen Investmentbanker fragen, habt ihr schon mal was von Moral und Ethik gehört? Da sagt er, das steht nicht in meinem Ausbildungsvertrag drin. Moral ist keine Währung. Schon gar keine für Großspekulanten. Wir machen uns getrennt auf den Weg und wollen herausfinden, gibt es Alternativen zu diesem Finanzsystem? Firmen gehen bankrott, Menschen verlieren ihre Arbeit, Staaten können ihre Schulden nicht mehr bezahlen. All das eine Art Naturgesetz? Oder gibt es bessere Wege, mit Geld umzugehen? Warum denken wir nicht einfach um? Und wann, wenn nicht jetzt? Ich fliege nach Brüssel zu einem früheren Top-Banker und Hedgefondsmanager, Bernard Lietat. Heute ist er einer der größten Kritiker der Finanzbranche. Er weiß, viele der sogenannten Finanzexperten lügen, täuschen oder wissen nicht, was sie tun. Als dann der Crash kam, blickte kaum jemand mehr durch. Viele Menschen haben ja gar nicht verstanden, was damals genau passiert ist. Können Sie das in einfachen Worten mal erklären? What everybody is talking about is invariably dealing with the symptoms. Man hat uns immer nur die oberflächlichen Symptome der Finanzkrise zu erklären versucht. Aber vor diesem großen Finanzcrash hatten wir schon 97 andere Bankenkrisen. Diesmal hieß es, hoppla, der amerikanische Notenbankchef war schuld. Oder schuld war die Immobilienkrise in den USA. Aber die Ursachen liegen tiefer, nämlich im Finanzsystem selbst. Denken Sie doch an die 176 Währungskrisen. Da brach jeweils eine ganze Geldwährung in sich zusammen. Das alles zeigt, es ist eigentlich ein Systemproblem. That we're dealing with a systemic issue.
In der jetzigen Finanzkrise ist die Geldvernichtung jedoch beispiellos. Allein die Bürgschaften der US-Regierung zur Rettung der Banken betragen 7,7 Billionen Dollar. Das sind also Verluste von 7.700 Milliarden Dollar. Zum Vergleich, der ganze Zweite Weltkrieg hat die USA umgerechnet nur die Hälfte gekostet. Ich fliege nach Kuba, zum berühmtesten Konkurrenzmodell des Kapitalismus. Kuba ist eines der wenigen sogenannten realsozialistischen Länder, die den Zusammenbruch der Sowjetunion überlebt haben. Kuba ist krisenerfahren. Dauerengpässe ist man im Sozialismus gewohnt. Das Wirtschaftsembargo der USA besteht bis heute. In Kuba herrscht immer noch Planwirtschaft, jedoch mit neuen Verbündeten in Lateinamerika. Ein sozialistischer Staat, klein, lebensfreudig und neuerdings offen für wirtschaftliche Experimente. Die Compañía Santiago Álvarez. Probe im Zentrum von Havanna. Santiago Álvarez, der Ex-Choreograf des berühmten Tropicana-Theaters, hat sich selbstständig gemacht. Früher auf Kuba undenkbar. Privateigentum und Geschäfte auf eigene Kasse werden heute immer mehr auf der Insel zugelassen. Nicht nur für Choreografen oder Tänzerinnen. Im Umland von Havanna. Auch Kuba ist von der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen. Es kommen weniger Touristen, die Einnahmen in der Zink- und Tabakindustrie sind gesunken. Gestiegen sind dagegen die Kosten für die Versorgung. Lebensmittel müssen aus dem Ausland importiert und mit Devisen bezahlt werden. Früher war der Staat alles und bekam auch alles. Nun sollen die Privatbauern ran. Mit eigenem Einsatz und eigenem Risiko. Schon jetzt werden 20% des Landes von Kleinbauern bewirtschaftet, die vom Staat Anbauflächen bekommen haben. In Boyeros arbeitet Erika Ferrer, die Vorsitzende der lokalen Landwirtschaftskooperative. Ferrer verhandelt für die selbstständigen Bauern der Region mit dem Staat über Preise, Dienstleistungen und Kredite. Die Produktivität der 250.000 Kleinbauern ist groß. Sie produzieren fast so viel wie die großen staatlichen Betriebe. Was ist denn jetzt neu für die Bauern hier in Kuba? Estos cambios, como ustedes le han llamado, benefician mucho al campesino. Von diesen neuen Entwicklungen profitieren die selbstständigen Bauern sehr. Das heißt aber auch, dass man Leuten, die nicht die Voraussetzungen mitbringen oder nicht in der Lage sind, das Ackerland entsprechend zu nutzen, dass man denen das Land wieder abnimmt. Man sollte es halt nur denen geben, die wirklich damit umgehen können. Wie viel Prozent von den Erträgen, die die Bauern erwirtschaften, dürfen sie denn behalten und wie viel müssen sie abgeben? Ein selbstständiger Bauer kann 10% seiner Gesamtproduktion für sich selbst behalten. Ungefähr 60% seiner Erträge gehen an soziale Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen. Circa 30% der Erzeugnisse bleiben übrig und können dann in den staatlichen und regionalen Märkten verkauft werden. Seit den 90er Jahren gibt es Bauernmärkte wie hier in Havanna. Sie sollen die schwierige Selbstversorgung der 11 Millionen Kubaner verbessern. Und sie erhöhen auch deutlich die Einkommen der kubanischen Bauern. Die Gemüseproduktion hat sich seit den letzten Reformen verdoppelt. So wird weniger aus dem Ausland importiert.
Das spart Devisen.